Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Der letzte Part ist ja schon eine Weile her. Eine ziemliche Weile. Zumindest für, dass ich einen aufgenommen habe. Soweit ich weiß, muss ich jetzt zu... Ich habe schon mittlerweile vergessen, wie die heißt. Und... Ja, was muss ich da eigentlich? Das kann ich gleich mal nachschauen. So, ich habe jetzt kurz einen Schnitt gemacht, als ich die Treppe runtergelaufen bin, wie man gemerkt haben müsste. Okay, da ist gerade kurz geleckt. Weil ich nichts gesagt habe in der Zeit, weil es nichts zu sagen gab. Und jetzt bin ich endlich hier drin. Ein Schlüssel. Der Schlüssel fehlt. Okay. Das scheint jetzt nicht das Problem gewesen zu sein. Ach so. Wo ist denn der Schlüssel? Hohoho, er hat reingefallen. Der Zugschlüssel für den Orkus Express ist hier. Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich euch dieses Item so einfach überlasse. Aber jetzt muss ich wirklich los, vergesst mich nicht. Okay. Cosmo hieß die überhaupt? Ne, Cosma hieß sie, genau. Sie hat ihn verloren, alles klar. Gehen wir kurz hier rein und starten den Zug. Denn ich habe den Zugschlüssel gerade gefunden. Die Frage ist nur, wo das jetzt hinführt. Okay. Es sagt mir jetzt nichts. So, habe ich kurz nach Vollbild eingestellt. Und bitte, Cosma, du störst. Ich will doch nur wissen, ob ihr... Ja, es hat sich... Oh nein. Oh nein, Mann. Was macht ihr hier? Hey, endlich. Nanu, heute sollte doch Madame Venus befahren, oder? Aber, Ich habe ich doch schon mal gesehen, auf der schwarzen Liste. Ist ja dann Milk und Cosma, wie seid ihr nur hierher gekommen? Was für ein... Ich kann nicht zulassen, dass ihr das Krypto-Pokémon-Labor tretet. Gut zu wissen. Und deswegen haben sie es hochgejagt. Und so geht's halt auch. Aber zuerst durch das Item. O-Disk. Ah, nach oben. Das ist genial. Hä? Ha! Seht ihr? So könnt ihr uns wohl kaum folgen. Sag mal, war das nicht ganz leicht überdosiert? Ist das sowieso zu spät? Los, wir verschwinden. Torschlüssel? Kommen wir hier rüber? Ja, ich kann mir aber denken, was ich jetzt machen muss. Wo ich den Torschlüssel, die O-Disk bekommen habe. Jetzt muss ich bestimmt hier rüber. So, da brauche ich den Zugschlüssel. Und jetzt geht's zurück nach... Keine Ahnung. Ich habe komplett alles vergessen von diesem Spiel. Also Pyritus war es nicht. So. Den Torschlüssel. Weiß ich jetzt auch nicht genau, was er bringen soll. Vielleicht kann man den...
Hallo? Ach, man kann den Fahrstuhl jetzt nehmen. Ach, na dann. Dann brauchst du auch nicht rausschneiden. Ach, das sieht so dumm aus. Ich brauche noch den Linksschlüssel. L-Disk. Genau, die L-Disk. Habe ich die? Ich habe nur die VR und O-Disk. Benutze ich halt die O-Disk. Und los. Darauf muss man erstmal kommen. Oh krass. Was ist das? Zeitflöte? Hä? Das muss ich gleich mal gucken, was das ist. Items. Hä? Schon zwei. Ja, ich dachte, ich komme jetzt hier weiter. Alles klar, wie unnötig. Torschlüssel, wofür könnte man den gebrauchen? Ah, ne, die ganze Stadt redet davon, dass du Venus besiegt hast. Wirklich großartig, wie hast du das nur gemacht? Ah, ne, dank deiner Hilfe ist das Kids Network wieder im Rennen, danke. Was? Der Okos Express führt zu einem Krypto-Pokémon-Labor? Jetzt wird alles klar. Natürlich wirst du sofort zu diesem Labor aufbrechen, Nirk. Das tust du doch, Nirk. Ja. Ich vermute, dass sich in dem Labor verschiedene wichtige Daten zu Krypto-Pokémon befinden. Sammelt alle Daten, die ihr finden könnt und bringt sie hierher, egal wie, bringt das einfach. Okay, das klang jetzt nicht danach, dass ich hier richtig bin. Oh Mann. Kann die Story nicht mal ein paar Anhaltspunkte geben, wo ich jetzt hin muss? Oh Mann. Die Folge ist jetzt bestimmt ziemlich geschnitten. Weil ich einfach die ganze Zeit nur sinnlos rumrenne. Nee, ich nehme schon den Fahrstuhl. Schlüssel zum Haupttor des Krypto. Mir wird alles klar. Man sollte vielleicht auch mal die Item-Beschreibungen lesen. Ich glaube, die hätten mir in diesem Fall sogar leicht weitergeholfen. Weil ich jetzt nämlich weiß, dass ich hier hin muss. Okay, die hatte ich schon. Also dann los. Das Haupttor ist verschlossen. Achso, ich muss wahrscheinlich hier den Torschlüssel einstecken. So, hi Leute. Aber zuerst hole ich mir genau dieses Ding. Zwei Überheiler. Das war's aber. Warte, ist da drüben noch eine Tür? Hier ist aber abgeschlossen. Dann gehe ich hier rein. Hier befindet sich ein Schalter. Willst du ihn betätigen? Wer hätte es nicht getan? Okay, dann muss ich da wahrscheinlich da lang, aber zuerst. Schlüsselkarte. Da brauche ich erst die Schlüsselkarte.
Naja, speichern kann man. Yep. Schlüsselkarte. So, jetzt mal Item-Verstecke, wo seid ihr? Oh Mann. So, wer bist du? Es ist immer dasselbe. Die Drecksarbeit bleibt immer an mir hängen. Dabei habe ich wirklich noch genug anderes zu tun, wenn wir das Labor räumen. Was? Warum? Wie? Wer seid ihr? Ihr wirkt verdächtigt. Ich werde ihr seit Eindringlinge. Möglich? Sehr möglich. Voltoball und Voltoball. Sehr kreative Pokémon-Wahl. Und mache ich mal Psychstrahl. Auf welches der beiden ist ja egal. Oh, ist sogar tot. Nigani, Stufe 42. Wie konnte mir das? Ach, das wird euch noch leid tun. Oh, was hat er denn da fallen gelassen? Schlüsselkarte? Ja. Hey, das ist doch die Schlüsselkarte. Damit können wir bestimmt ins Labor. Ja. Ach, jetzt bin ich hier. Jetzt wird mir langsam klar, wo sich das alles befindet. Und ab ins Labor, also. Ich spreche erstmal dieses Teil an. Oh, es geht nicht, okay. Achso. Ein Schlüsselloch? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Schlüsselloch ist. Ich denke, bei einer Schlüsselkarte handelt es sich eher um eine Karte, also mein Schlüssel. Das wäre ja eher ein Kartenschlüssel. Theoretisch. Oder? Irgendwie schon. Ich gehe einfach mal hier rein, oder? Was liegt denn da rum? Da liegt eine DNS-Probe. Was liegt auf der anderen Seite? Ein Trainer. Diese Daten brauchen wir also nicht mehr. Was soll denn der Lärm? Wenn ihr euch nicht schnell bereit macht, dann wird Professor Culpa. Ihr arbeitet doch gar nicht im Labor, oder? Nö, hab ich auch nie behauptet. Karloff. Die haben alle Elektro-Pokémon, das ist eigentlich lustig. Ich mache einmal Rasierblatt und Psystrahl auf Magnetilo. Ich habe mir heute dieses neue Audacity Update runtergeladen. 2.2.0. Und das Design sieht komisch aus. Ja, das würde ich auf jeden Fall ansprechen. Wieso auch immer. Psystrahl mache ich jetzt auf Fritz und Blitz. Gut, das reicht. Übrigens gebe ich jedem den Tipp, sich niemals ein Spiel vorzubestellen. Kauft es euch einfach im Laden. Es ist besser für jeden. Was soll die Störung ausgerechnet während der Räumungsarbeit? Ungenitiv verwendet, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wenn ihr nicht schnell verschwindet, wird Professor Culpa euch zeigen, was Schmerz ist. Beruhig dich. Den UG-Schlüssel? Nein, den habe ich nicht. UG bedeutet bestimmt Untergeschoss.
Okay, dann ist klar, wo ich lang muss. Oh. Alarm, Eindringling gesichtet. Kryptoknecht. Gaku. Der hat bestimmt Krypto-Pokémon. Zum Beispiel Griffel. Zum Beispiel? Griffel? Zum Beispiel Griffel. Zum Beispiel Griffel. Zum Beispiel Griffel. Ich will ja nicht sagen, dass ich es gesagt habe, aber ich habe es schon gesagt. So, ich hoffe einfach mal, dass Griffel da jetzt nicht stirbt. Gut, wir sehen ja. Griffel wehrt die Attacke ab. Alles klar, das geht ja schon gut los. So, Visenya ist tot. Und bitte überlebt Griffel. Okay, jetzt kommt von Meo. Okay, das zieht ja fast gar nichts ab. Nochmal Kratzfurie, beruhig dich. So. Nein, ich habe schon wieder so gesagt. Komm, komm bitte Griffel. Yes. Da versuche ich es jetzt einfach mit dem Hyperball, den ich 38 mal besitze. Ja, vergiss es. Wo ist das? Komm. 1, 2, 3, 4. Dass ich besiegt werde. Ich würde jetzt am liebsten heilen gehen, aber anscheinend ist mir das verwehrt. Ich könnte zwar zurücklaufen, aber wer läuft schon gern zurück? Oder überhaupt, wer läuft schon gern? Heda, im Labor müsst ihr Laborkittel tragen, das ist Vorschrift. Und? Aber euch habe ich hier noch nie gesehen. Seid ihr etwa Eindringlinge? Nein, wir sind nur spontane Besucher. Hier aus diesem Licht habe ich Magnetilo noch nie betrachtet. Hey, die waren da noch nie Magneton. Die waren nie getrennt. Die waren noch nie getrennt. Ich verspreche mir das selbst. Ich hoffe mal, dass das jetzt was wird. Ja, Finte ist natürlich physisch. Was eher nicht so gut ist auf einem Magneton. Komm jetzt. Besieg einfach diesen Gegner. Okay, nach Tara hätte jetzt. Ach, der Tara hat sowieso Magnetilo angegriffen, dann passt ja. What the fuck? Es ist einfach direkt tot. Ja, dann gehe ich nach der Folge direkt nochmal heilen. Ich sende mal Noctu rein, was ziemlich dumm war. Das war ja mal richtig dumm. Naja, Mantax. Jetzt müsste ich ja sowieso gewonnen haben. Haben. Komm. Ja, danke. Ach nein, er hat ja noch ein Pokémon. Es ist aber nur ein Elektroball. Elektroball sollte sich selbst besiegen, natürlich. Wer hat damit nicht gerechnet? Wert. Ihr kommt viel zu spät. Hier findet ihr gar nichts mehr.
Ja. Und gerade weil ich zu spät komme, gehe ich jetzt mal zurück und um zu heilen. Weil ich sowieso zu spät bin und dann ist es egal, oder? Ist das so, oder? Nee, also jetzt. Das war's mit dem Part. Tschüss.